Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich euch zeigen, wie einfach man einen Tassenbärmer häkeln kann und dann verfilzen. Das ist keine große Aktion. Es geht auch ziemlich schnell und ist ein ganz tolles Geschenk. Als erstes brauchen wir für den Boden der Tasse einen großen Kreis, den wir häkeln. Und den habe ich euch schon öfters vorgestellt in der Häkelschule und auch bei den umhäkelten Gläsern und Flaschen. Das ist genau dasselbe Prinzip. Also wir schlagen vier Luftmaschen an, schließen sie mit einer Öse, machen acht feste Maschen hinein und arbeiten unseren Kreis dann weiter wie in der Beschreibung. Der gehäkelte Kreis muss zwei Reihen größer sein, als wie der Tassenboden ist. Benutzen tun wir eine Filzwolle zu 100%. Und zwar in einer Lauflänge von 50 Metern. Dann stimmt auch die Dicke. Und ich benutze eine 5er Häkelnadel. Wir benötigen ein Knäuel in Grün und ein Knäuel in Naturfarben. Und noch ein Rest für das Herz oder die Farben, die ihr wünscht. So, jetzt haben wir den Boden und machen dann weiter. Wir machen zwei Luftmaschen, drehen das Ganze. Wir haben den Boden so gehäkelt, jetzt drehen wir, weil wir den Rand machen. Häkeln acht feste Maschen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und die neunte stechen wir ein. In der zehnten kommen wir hier raus und machen eine feste. Also wir nehmen hier ab. Wieder acht feste Maschen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die neunte einstechen, in die zehnte herauskommen und eine feste. Jetzt vollenden wir damit die erste Reihe, schließen mit einer Öse. Dann zwei Luftmaschen und machen das gleiche nochmal in der zweiten Reihe. Also acht feste, neunte und zehnte zusammenhäkeln. Ich möchte euch nochmal zeigen, wie wir die Reihe schließen. Wir haben hier vorne die zwei Luftmaschen, da gehen wir hinein, holen uns eine Öse, ziehen sie durch und das wäre geschlossen. So, die zwei Reihen mit dem Abnehmen haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir 20 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 20. Wir schneiden das Band ab, ein bisschen großzügig und ziehen es durch. Jetzt machen wir wieder 20 Luftmaschen. Ich sage, das ist dann für unseren Tassengriff, dass wir es ein bisschen festbinden, fixieren können, weil uns soll ja der Tassenwärmer nicht abrutschen. Und deswegen ist die Variante mit Bändern und ich zeige euch dann auch noch mal eine Variante mit einem Knopf und einem Knopfloch. So, wir haben 20 Luftmaschen gemacht und jetzt häkeln wir das an in die erste feste Masche und machen einfach eine feste darauf. So, jetzt machen wir mit offenen Reihen, weil wir ja unseren Griff einbringen müssen. Ich häkle jetzt, da ich die erste Tasse mit Grün angefangen habe und der Natur weiter, verhäkle ich jetzt den Rest und mach dann die nächsten Reihen mit Natur weiter, obwohl die andere Tasse etwas weniger Naturfarbe hat. Und dazu brauchen wir dann fünf Reihen. Fünf Reihen ab diesem Band offen. Das heißt, wir schließen nicht die Reihen, wir häkeln hin und her, weil der Tassengriff muss ja irgendwo rauskommen. Zeige ich euch gleich nochmal.
Wie gesagt, alles mit festen Maschen. Und ich finde es halt bei dem Tassenwärmer auch schön, dass der Boden eine wärmende Filzschicht hat, weil die meisten Tassenwärmer haben nur eine Banderole und der Boden wird ganz vergessen. Und bei der Filzart und dieser Art ist es auch ganz schön, das ist ganz, ganz flach und fest, also kippt es wesentlich schwerer, als wenn wir jetzt Naturwolle nehmen und nicht noch verfilzen. So, jetzt sind wir ganz vorne beim Band, machen die letzte feste, machen zwei Luftmaschen, drehen das Ganze. Die erste lassen wir frei, weil die Luftmaschen sozusagen die erste Masche sind, stechen in die zweite ein und häkeln nun die zweite Reihe darüber. Bei mir ist jetzt gleich die Grün zu Ende und ich wechsle dann auf Natur und ihr macht dann eure Farbwahl. So, und das machen wir jetzt erstmal. Ich habe nun die 6 Reihen offen gehäkelt und ich möchte euch mal zeigen, warum gerade 6 Reihen. Weil wenn wir die Tasse nach innen stellen, die wir benutzen, seht ihr genau, die geht bis zum unteren Rand der Tasse oder bis zum Rand genau. Weil aber ungefähr 2 Reihen verfilzt werden, passt es dann unter den Griff. Das ist wichtig, dass ihr 2 Reihen mehr häkelt, als der Griff hoch ist. Mehr. Und dann passt es auch im Zwischenraum. Das seht ihr hier. Die Tasse ist wichtig, dass sie gerade zuläuft, also nicht konisch ist, unten schmäler als oben, weil es dann doch eher ein bisschen kippelig ist. Das funktioniert dann eher bei der zweiten Art von Tassenwärmer, die ich euch noch zeigen werde in einem anderen Video. Aber das muss eine gerade Tasse sein, gern mit dem Rand oben so ein bisschen, wegen dem Tropfschutz. So, und jetzt müssen wir bei der letzten Öffnung nochmal 20 Luftmaschen anhäkeln und auf der anderen Seite auch nochmal 20 Luftmaschen. Da ziehen wir uns den Faden raus, machen eine feste und häkeln 20 Luftmaschen an und schneiden den Faden ab. Und dann zeige ich euch, wie wir das Herz häkeln und noch aufbringen und dann ist schon unser Tassenwärmer fertig. Das Allerwichtigste bei unserem Tassenwärmer ist nochmal zu beachten, dass ihr, nachdem ihr den Boden gehäkelt habt, es dreht und von der anderen Richtung häkelt, damit wir eine Falte bekommen und dass der Boden gut ausgearbeitet wird. Und natürlich dann die 2 Reihen zum Abnehmen, wo die achte, nach der 8. Masche die 9. und 10. zusammengehäkelt werden. Das ist unbedingt zu beachten. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir das kleine Herz häkeln zum Verfilzen dann. Wir machen eine Luftmasche, 2, 3, 4 und in unsere zweite Luftmasche machen wir das Stäbchen. Wir machen 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, drehen das Ganze und machen ein Stäbchen, noch ein Stäbchen in die erste Masche und dann in die beiden, in die letzte nochmal 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt machen wir hier ein Stäbchen in die erste, dann machen wir 2 Stäbchen, 1, 2, wir machen eine feste und die ziehen wir richtig gut fest und jetzt machen wir 2 Stäbchen, 1, 2, noch ein Stäbchen und eine feste in die gleiche Masche und ziehen fest. So, jetzt machen wir eine Luftmasche, machen in die zweite, in zweite Stäbchen eine feste, hier oben 2 feste, 1, 2, dann eine feste und dann gehen wir nach unten in die untere Reihe, 2 Reihen unten drunter und machen hier eine feste und ziehen das richtig dolle fest. So, jetzt machen wir hier noch eine feste, dann 2, 1, 2, noch eine feste und dann nur noch eine Öse,
Wir ziehen uns da eine, wir ziehen es hier raus, schneiden es großzügig ab, weil wir den Faden benutzen und es an unserem Filzteil aufnähen. Das ist jetzt unser Herz. Das ziehen wir schön auseinander in Form, wie wir das haben wollen. Und dieses Herz hatte ich jetzt für den Tassenwärmer gehäkelt, aber den könnt ihr natürlich überall anbringen. Oder auch, was auch ganz schön ist, so ein Herz einzeln verfilzen und dann auf eine Jeanshose anbringen, als Schlüsselanhänger, als kleiner Geschenkanhänger. Dann kann man noch den Namen aufbringen. Das ist alles ganz einfach und sieht dann ganz persönlich aus. Unseren Tassenwärmer nehmen wir so. Ich setze immer die Herzen gerne ein bisschen schräg und die Nase vom Herzen ein bisschen asymmetrisch. Und dann nähen wir das einfach an mit lockeren Stichen. Das hat nicht geklappt von vorne. Also wir nähen das Herz an mit lockeren Stichen, weil es verfilzt ja komplett in der Waschmaschine. Ziehen es uns schön auseinander. Ihr könnt es auch gern mit einer Stecknadel feststecken. Immer von oben nach unten. Und die Herzform richtig schön ausarbeiten und festnähen. Und das machen wir jetzt rundherum, so richtig schön auseinanderziehen und ein bisschen nach unten. Und dann würden wir unser Filzteil verfilzen in der Waschmaschine und zwar bei 40 Grad mit einem Becher Feinwaschmittel flüssig. Kein Kurzprogramm, sondern ein komplettes Programm. Am besten ohne noch ein anderes Wäschestück dazu und mit zwei Tennisbällen da rein, hinein in die Waschmaschine. Und wichtig ist es, nach dem Verfilzen stülpt ihr es mal über eure Tasse, zieht es in Form und nach dem Trocknen, was ich dann empfehlen würde, auf dem Handtuch einfach stehend trocknen lassen, 2 Tage und dergleichen. Und dann könnt ihr auch die Fäden abschneiden. Beim Verfilzen müssen wir die vorher nicht vernähen. Das geht dann ganz einfach. Und ich hoffe, euch hat dieser Tipp und das Video zu unserem Tassenwärmer gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Tschüss.